Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Twitter, was mal zusammen mit Miguel, Markus, Alexander und Noob Hunter. Hallo. Servus Leute. Hallo. Und ich muss beichten. Die Freunde des Forstmod Let's Plays kennen gelegentliche Abstürze im LS. Ich glaube, es hängt mit dem Beta-Patch zusammen mittlerweile, weil ungefähr seitdem trat das doch immer häufiger auf. Ja, keine Ahnung. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir da auf den Beta-Patch gewechselt sind, in der Aufnahme danach hat Kadett mitgemacht. Und die Aufnahme mit Kadett war nämlich eine, wo dann irgendwie nach 6-7 Folgen hier auf Tour warst, da haben wir dann ja was nachstellen müssen. Weißt du noch? Na, das war nicht, da sind die gerade erst kommen. Das war... Ja, das war noch eine später. Einmal hat Kadett mitgemacht und dann, ja, hat er gemeint, ja, auf jeden Fall, gut. Keine Ahnung, was genau das Problem ist. Ich schätze aber Beta-Patch, weil davor hatten wir eigentlich solche Probleme nie mit so wirklichen Spielern. Problem ist, du brauchst aber ein Beta-Patch für den Forstmod. Ja. Rückpatchen ist schwierig, oder was? Und ich glaube nicht, dass sie noch irgendwann einmal patchen. Das ist jetzt schon fast zu kurzfristig. Die werden bei 2.1 offiziell bleiben und gut ist. Weil es gibt noch immer keinen Kommentar im Forum, ich lese eh immer schon. Okay. Es regen sich urviele schon auf, dass sie ein Patch rausbringen, der nachher Fehler hat, aber für manche Sachen benötigt wird. Ja. Und das sind ja doch schon relativ dicke Fehler, kann man sagen. Aber das Ganze hat auch einen Vorteil, die Ballen sind nicht umgeschmissen. Und ich habe jetzt Autospeichern drin, weil ohne Forstmod, ja, kann man das ja mal riskieren. Es kommt ja auch an, wie viel zu speichern ist, wir haben eklig sehen. Wenn es erst einmal speichert, was für ein Lag kommt. Ja, das wird alle 5 Minuten jetzt ein Mörder-Lag, aber gut, den habe ich auch. Aber dafür ist er ja, sag ich mal, nur alle paar Minuten und nicht dauernd. Oder wie sieht's heute mit der Performance so allgemein aus? Es geht. Geht. Grubbert einer? Ich hab keine Ahnung. Ich bin das Subrennerfahrzeug. Ich kümmere mich immer noch um Tiere, da habe ich irgendwie gerade Bock drauf. Ja. Das war jetzt speichern. Nein, das war jetzt USD anschalten, weil das sich bei mir ja immer ausschaltet. Hast du das noch immer nicht auf einer Taste? Ja, aber ich habe vergessen, welche Taste. Ah. Vielleicht sollte ich mal alle durchprobieren. Kick Markus, ist das eine gute Taste? Was? Kick Markus, ist das eine gute Taste? Ist mir egal. Nein, auf meiner Aufnahmetaste wird es nicht sein. Dann habe ich wenigstens ein Projekt weniger, muss ich ehrlich sagen. Ist dir mittlerweile zu stressig mit so vielen Projekten? Ja, es sind sieben Parts pro Tag. Ich habe 3 beziehungsweise 4, das musst du dir mal, das ist richtig schön. Mit dem Internet. Hast du dir den einen Kommentar oder rausgelesen? Einer kann sich mal den bei ETS. Bei ETS welchen Kommentar? Von Harald oder was? Nein, von mir. Nein, deine Kommentare. Ich schreibe den Quoi. Was hast du denn da geschrieben? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ich muss ganz selbst. War der Erste. Hat er bestimmt hingeschrieben, so Erster. Oh, mega. Dann war es sicher sehr wichtig, was du da geschrieben hast. Ja, war sehr wichtig. Wenn du dich noch dran erinnern kannst, auf jeden Fall. Und ich bin Gott. Nee. Warte, wie war das? Nicht. 2 Grasballen, 2 Strohballen, Rest Silage, ne? Es kommt drauf an, auf die Ballengröße. Ich habe keine Ahnung, was ihr da letztes Mal gemacht habt. Oh, ich hasse den Serion. Wieso? Er hat so eine scheiß Lenkung. Na, er geht schon. Aber Zerion ist eine Sache, manche lieben ihn, manche hassen ihn. Ich kenne wirklich viele, die sagen, Zerion ist der größte Scheiß. Manikus, Doc früher, ich glaube Rocktox mochte den auch nicht. Sind die Österreicher. Doc Österreicher, genau. Ja, Rocktox und der Cheffe. Meinst du Merlo von Mischwagen? Die 160 PS sollten eigentlich eh reichen. So wie damals auf. Ja, das kann man sogar machen, oder? Was? Merlo hat keine Zapfwelle. Manu hat keine Zapfwelle, genau. Merlo hat keine Zapfwelle. Aber man kann damit zumindest ziehen. Merlo hat keine BTO.
Ja. Mag Eine dir mal PCO keinen fehlt. Stress. Mag dir keinen Mach Stress. Mal ein Gülle. Boah, mit dem Merlo kann man so bequem Futter mischen, du ne? Du kannst die Gülle zu den Feldrandcontainern fahren, wenn du willst. Aber noch ich glaube, eine Ladung war schon da. Zumindest bei Feld 1 war ich ein oder zweimal, das weiß ich nicht. Ja, zweimal. Und das war bevor ich gespeichert habe. Ist auch bei Feld 23? Ich ja, 23 wird schon passen. 23 ein Container? Der. Ja, ist einer. Ah, das ist der. Ich hab vorhin mal versucht anzufangen, Kalk zu streuen, aber ja. Bei Feld 32 muss noch gegrubbert werden, jetzt mache ich das. Boah, ich finde das so genial mit dem Merlo, ne? Du kommst einfach ohne den auszuziehen, so ungefähr 2 Meter über dem Mischwagen und kannst dann alles so richtig bequem einfach machen. Das ist so genial. Dafür sind Teleskoplader da. Ich habe die immer für überschüssigen Luxus gehalten. Mhm. Genau, Gute. Ja. Im Endeffekt ist es Luxus. Mit einem Frontlader kriegst du es ja auch hin, ist nur kniffliger. Das war halt immer so. Damals, so Teleskoplader war immer so, das hat man sich gekauft, wenn man irgendwie schon alles andere hatte. Und ein Geld wieso nicht mehr interessiert hat. Und mittlerweile. Der erste Traktor, was man sich am meisten gekauft hat, war ein Frontlader. Der Deutz. Vom Standardspiel. Ah, ich hab mir Bürger geholt und danach den, der 60 fährt. Den fand ich immer geil. Ich hab meinen Feind gekauft. Den TTV finde ich echt am geilsten. Noch von den Standardgeräten. Der hat vor allen Dingen auch relativ gute Texturen. Der X720 oder wie der heißt. Der hat ja noch die Texturen von LSL. Die Telexturen? Die Telexturen. Alles. Na, aber der TTV ist zumindest neu. Der sieht einen Tacken besser aus. Zumindest vom Innenraum her extrem, weil da sieht der 27 so scheiße aus. Lass mal so, Deutsch kannst du sowieso komplett in den Tonne kloppen. Na, da holst du wieder aus. So viele Hater mit. Ich find sie einfach hässlich. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist alles mehr so. Alle, die jetzt zu Hause Deutsch stehen haben, werden sich jetzt ärgern. Und fühlen sich dann gekränkt. Die neuen, aber auch nur die alten, die sind ja noch halbwegs in Ordnung. Ich fand die DX90 oder was das waren, die fand ich richtig geil. Da gibt es aber keine guten Mods, der zumindest keine, die Multiplayer rein. Funktionieren. Die sind sowieso scheiße. Mit Magreton haben sie sich komplett ins Ausboxiert. Das war Autospeichern. Geht doch voll. Das war aber 10 Minuten. Kann sein. Ich hab geschätzt mit den 5 Minuten, du kannst nicht einstellen, wie lang das, wie oft das kommt, ne? Keine Ahnung, was gibt's. Nein, das war nur bei Missionen. Bin weg. Ja, du bist weg. Schon klar, dass du jetzt weg bist. Nein, bei Markus war ich jetzt weg. Achso, ich hätte schon, hä? Mit einer Aufnahme hier verschwinden? Also dann wäre der nächste gewesen, der Kopfgrößer gewesen wäre, weil heute reicht's nachher schon. Ja. So. Fahren jetzt zu Feld 23. Na, wenn du Scheiße baut, schicken wir den mal zu Nico, das reicht danach. Na, Markus ist eigentlich, also Papa Bär ist schon heftig, wenn der richtig ausrastet. Papa Bär ist einfach so der geilste Spruch, den Alex hier gebracht hat. Miguel, ja. Wir waren hier unten, haben kurz vor der Aufnahme irgendwie 10 Minuten rumgesessen, ein bisschen gelabert. Markus joint in die Eingangshalle und Alexander so, oben ist Papa Bär. Das ist so genial. So geil. Das war echt genial, ey. Das war... Der Beste, der Guten schreibt, Papa Bär ist hier. Oder, also, ich hab geschrieben, ich brauche noch kurz 10 Minuten. Und er sagt da schon, war Alex ganz traurig. Passt schon, Papa Bär. Das war so genial. Deswegen, ich wollte es einfach weggeschmissen haben. So, wenn wieder mein Mikro... Ich hätte, glaube ich, angefangen vor Freude zu weinen. Nein. Warum? Weiß nicht. Weil der Spruch einfach nur geil war. Mein. Ja, dein Spruch, genau. Headset wollte ich so gerade eben, wie ich wollte. Ah, erstmal mache ich jetzt Mischfutter. Boah. Fahren gerne den Landweg von der Kuhweide. Einziges, was ich am JCB schade finde, ist, dass kein Lichtskript verbraucht ist.
An sich V-Lights ist das Beste. Dann ist gut, finde ich. Ja, eins von das den ist beiden. Alles V-Lights. Mit Licht scheiße, weil Licht die Uhr bevor man sieht bei dem scheiß LS. Ja. Ich benutze es gerne. Gerade beim Fendt, ich glaube das Fernlicht oder was das sein soll, das ist so übel. Es wäre auch immer cool, wenn sie beim 15er das Licht wirklich, dass man es benutzen muss, weil im Endeffekt in der Nacht kannst du auch ohne Licht fahren. Ja, so ich mach's ja auch überall. Fast immer. Es ist einfach so unnötig. Du brauchst es ja nicht. Du siehst doch alles. Und, wieso ein Licht anmachen? Sieht man ja in deinen Parts meistens, du fährst immer ohne Licht. Ja, weil es sinnlos, weil sie Uhr am Boden nicht bevor. Ich hab gar nicht das Bedürfnis, Licht anzumachen, weißt du? Ich fahr da rum und es ist eigentlich taghell. Es ist nicht nachts, sondern eher so Anfang von abends. Ja, so Dämmerung, was weiß ich. 10 Uhr im Sommer so ungefähr. Sonne ist schon unten, aber ist noch irgendwie hell. Genau. Muss man für die totale Mischration in den Kuhstall reinfahren? Also in das Kuhabteil sozusagen? Nicht. Ich bin so halb reingefahren, du konntest genau schlagen. Ja, du bist so halb reingefahren und warst schon auf den Barrikaden. Miguel, soll ich da aufs Feld fahren oder soll ich dann stehen lassen da? Weltgedüngt oder schon Trigger? Hä? Wo ist denn jetzt hier der Trigger? Gell? Ja, was? Hm? Soll ich dir aufs Feld fahren, weil ich bin gerade da? Oder soll ich dann stehen lassen da? Aber was dann? Hm? Den Anhänger. Lass ihn da stehen. Das ist gerade, stimmt's? Ja. Sonst rutscht ihn wieder, das ist schlimm. Ich würde sowieso nicht mehr aufladen, weil es bringt nichts. Jetzt, die liegen eh schon zu schief drauf. Legst du jetzt nur mal einen in der Mitte oder legst du oben auch zwei? Ich leg jetzt oben zwei. Spannend. Weil die liegen jetzt schon schief, halt, ich bin da gespannt. Geht. Oh, ich will die more realistic Version haben. Ja, das haben uns viele empfohlen, more realistic für die Ballen reinzupacken. Wer fahrt denn da jetzt gerade Gülle auf das Feld auf? Ich. Was gesagt. Wer sonst? Ich weiß nicht, da drüben haben wir ein Stück Kalk gestreut, da tun wir jetzt Gülle ausfahren. Alex, entscheide dich und zieh eine Sache durch, okay? Ich hab Gülle, hab's doch gesagt. Auto speichern, jetzt haben wir glaube ich alle 5 Minuten. Ich hab gesagt, ich fang Gülle auf das Feld drauf. Das komische ist, der Markus hat gar nicht gesehen. Ja, weg. Ja, das ist der Patch. Peter Patch. Was? Warst du ja nach mir connected, oder? Ja, hab ich. Ja. Jetzt sehen euch alle. Ich sehe euch alle, ja. Ja. Unnett. Ich hab. Du Leute, tun sehen. Wenn ich nicht zum Hochgefahren werde, wenn man so. So. Warte mal, ob ich die Feld. Magst du da jetzt eh das ganze Feld mit Gülle? Ja, mache ich. Und. Ich möchte eigentlich auch demnächst mal einen Miststreuer kaufen. Wir werden das zwar jetzt nicht so extrem machen mit dem Mist, denke ich. Aber zumindest ein Miststreuer ist ja doch schon was, ne? Würde ich aber einen Mode nehmen. Ja, ein Tabbe oder sowas. Halt einen gescheiten. Dass wir jetzt so reinkommen, weil ich heute was damit rumfahren sehen habe. Wir hatten meinen Alex, du bist ein Hundianer, weißt du? Ein Hundianer? Markus ist manchmal einfach nur der Burner. Er fährt mir jetzt einfach den Drescher auf die Straße, obwohl ich in eine andere Richtung muss. Ja, er ist halt ein Hundianer. Jetzt kann ich komplett umdrehen, da wo es eh nicht geht. Feld 23 und der ist hundertprozentig durch die Bäume gefahren. Alex. Alex, also Alice. Beim Aus darfst du das nicht machen, dann ist es Schrott. Markus, fährst du gleich zu Feld 23? Ja, fahr ich. Dann fahr ich da schon mal den JCB hin. Feld 7 auch fertig, nur mal so gesagt. Ja. 7 ist ein bisschen weiter entfernt. Müssen mal sehen, dass gescheit was vorangeht hier. Der Bauer ist faul. Aber ich muss sagen, ausmisten macht ja auch echt Spaß. Beim nächsten Crash schauen wir sich aber die Lok an. Ja,
ganz wichtig einmal. Aber ich glaube nicht, dass sich das irgendwie mit Maps oder mit der Map hier oder mit irgendeinem Fahrzeug zu tun hat. Glaube ich einfach nicht, weil das haben wir beim Force Mod auch dauernd. Ja, aber es kann sein, dass trotzdem irgendein Mod ist. Beziehungsweise irgendein Skript, was sich hinzugefügt hat durch irgendeinen Mod. Ich sag nur mal eins. Stimmt, wir haben ja, dadurch, dass wir den Force Mod einmal drin haben, hat sich der jetzt ja überall drin, oder? Erinnert. Der verändert ja bestimmte Sachen doch schon relativ tief. Relativ tief. Ja. So. Aber, damit wir uns nicht zu sehr verändern, bleiben wir bei 15 Minuten Partlänge und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.